Steht die Nachschubstation noch, oder muss ich eine neue hinstellen? Also ich musste neu hinstellen, weil meine kaputt waren. Okay. Der dachte sich auch, jetzt sind gerade viele Leute da. Stell ich den dazwischen, ja. Dann schießt die mein Viehzeug mit. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er das dachte, weil das gerade echt viele Leute machen. Weißt du, da gehst du in den Turm-Modus und hinter dir stehen plötzlich drei Shielded Crawler. Drei! Ich glaube, unsere Nachschubstationen wurden wieder weggebombt. Ja, wurden sie. Das sind irgendwo so Raketenviecher. Ja, die habe ich schon platt gemacht. Ja, die haben trotzdem ihre Raketen abgefeuert. Ja, das haben die vorher gemacht. Okay, ist dran. Okay.
Well. Wir sollten gehen, bevor die Nachhut eintrifft. Hier ist ein Seismic Activity, falls es jemand interessiert. Ja. Der war nicht ganz so gigantisch wie versprochen. Ja, das stimmt. Oh, hier ist das nächste Event gleich. Ja. Das freut mein Angie-Herz. Ein Shielded Crawler, ich sehe den. Ich habe ihn angetargetet. Der kommt mich jetzt wahrscheinlich besuchen. Ah, er kommt da nicht hoch, er ist verzweifelt, er ist tot. Wo sind diese komischen Raketenrhinozerosses? Da hinten, wo wir herkommen. Das sind zwei. Ich denke mir echt so, das sind zwei Stück. Waren, glaube ich, vier oder so. Trotzdem nicht viele. Und wieder da. Ich finde es sehr schön, wie ich meine Turrets da unten rankleben kann und die Raketen von oben tun da nichts. Na? Mal zocken. Nee, wir sind gerade dabei, auf eBay unsere Computer zu verkaufen. Ja, ja. Ich hoffe. Löst dann euch von dieser kaufen Seite. Wir uns einen Laptop, auf dem nur WoW läuft. Das ist richtig. Aber ich will nicht sagen, ein Laptop, Spiel? Auf dem auf WoW läuft, auf dem läuft auch Firefall. Spiel jemanden für gut. Alter, was ist das? This one. Das Essen ist gelungen. Ich glaube, da ist jemand für einen Zerg Rush. Ich kann euch allen dieses Rezept nur empfehlen. Das ist schön. Ach du Scheiße! Was ist los? Hilfe! Ah, noch mehr Viecher. Der Teil klingt irgendwie falsch. Was? Der Titel der Seite klingt falsch. Warum? Laura in the Kitchen. Das ist halt Laura, die in der Küche ist. Immer der eine Geschütz, immer der eine hier.
mag ja diese Form von Prestige viel lieber als die andere. Aber es liegt auch in meiner Klasse. Mit Heiler würden mir beide gleich gut gefallen, glaube ich. Ja, als Heiler ist mir das auch relativ schnuppe. Wir müssten gleich mal zurück zur Stadt. Aber wir müssen dann sowieso nach der Aktion hier Orten schließen. Mhm. Hast du es denn eigentlich schon geschafft? Nö. Da sind gerade 10 von den Rhinoceros'en oder so. Jetzt gewesen. Unkowski, wie war es gestern im Kino? Großartig, ich hab's ja schon erzählt. Ja, haben wir so ein bisschen. Gab's da auch ja. Cosplay-Nerds? Nein, aber es gab einen, der hat mit Fandom ein bisschen auf die Spitze getrieben. Eine Tweetjacke wie der 12. Nein, wie Matt Smith. Ein Faith. Ein TARDIS-T-Shirt, eine TARDIS-Hose. Diese Turnschuhe von David Tennant. Ein Sonic Screwdriver und ich glaube sogar ein Wischmopp. Ja. Ich finde, das hört sich nach Cosplay an. Kein Dorf. So halt. Und natürlich hatten irgendwie von den 78 Zuschauern hatten bestimmt 20 oder so einen Sonic Screwdriver mit. Natürlich. Aber wofür brauchen die den denn? Zum Nerven. Um den Film richtig einzustellen. Einer ist höchstens, ja, um das Ticket zu kaufen. Ein ist ja okay, aber 20 gleichzeitig ist so ein bisschen. Ah! Haben wir es jetzt? Ja. Jetzt? Aber das Highlight war ja eigentlich, dass die halbe Ingress Resistance im Kino saß. Ja, aber was? Aber meine Position bei Ingress. Unwichtig. Was ist Ingress? Habe ich schon mal erklärt. Ein urbanes. Sag mir einen Beispielterm. Geocaching. Ah, okay, digital. Mhm. Geocaching analog? Ja, gibt es. Indem Beten man das in der so. Echten Welt macht. Und in den Wald geht und da Sachen ausgräbt und sowas. Destroyed. Dann kein Geocaching. Aber man kann für Ingress auch in den Wald gehen. Wenn da ein Portal ist, ja klar. Was ich bezweifle. Hier gibt es viele Portale im Wald. Es gibt ganz viele alte Gräber bei uns in den Wäldern und Steine, die irgendwie eingraviert sind. Ja, stimmt, die sind alle Portale. Schon. Ach Gott. Das ist ja Mini. Was? Wie? Wer ist Mini? Mir gerade den. Ich hab den Themen Toxic Dings da geholt und stelle fest, der ist sehr klein. Ja. Hab ich noch nie gesehen, aber ich. Muss man dazu Britney Spears hören? Ne? Die hat doch auch ein Lied, das Toxic hieß. Toxic! Ja, so ähnlich ging das. Sogar ziemlich nah dran. Toxic Brain Fart. Toxic Brain Fart. Brain Fart? Brain Fart. Brain Fart is your. I don't know, I'm too tired.
Nicht geschlafen, die Nacht. Kaspar, vielleicht solltest du wieder ins Bett gehen. Kann ich. Ich schlafe dann nicht ein. Aber dann liegst du und... Dann werde ich unruhig. Dann werde ich aggressiv, weil ich unruhig und gelangweilt bin. Dann fange ich an, noch unruhiger und aggressiver zu werden und stehe wieder auf. Dann sinkt der Toxic. Nee, das würde ich nicht tun. Genau, hör ein bisschen Britney Spears. Ich glaube, ich würde mir ein Lied selber ausdenken, on the fly. Das wäre zwar scheiße, aber wenigstens müsste ich mir den Text nicht merken. And it's mine. Danke, Tishi, das wird mein Intro. Gut, ihr macht euch auf den Weg, dann mache ich mich mal wieder auf den Weg. Also ich fahre jetzt nach Zertau zurück. Nein, Devil's Tusk. I have to continue with my vouchering. 61 Voucher still missing. Oh nein! Da war ja eine Schlucht mit einer Klippe. Ja, ich zieh schon mal um hier. Ja, bye bye. Bye! User left your channel. Hey, ich wechsle mal mit den anderen Channel. Zieht mich jemand mit? Spaß. Ich gehe dann auch aus dem TS raus und so. Haust rein, Kaspar. Alles klar, Kaspar, bye bye. User left your channel. Your channel. You were moved. Dann werden Leute wieder gewaltsam umgezogen.